Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Wie ihr schon seht, bin ich hier schon in der Warteschlange, damit das Ganze vorne reingetrödelt nicht ganz so lang dauert. Ja, und heute will ich es nochmal probieren mit Teemo. Vielleicht kriegen wir heute ein besseres Game hin. Wäre auf jeden Fall ganz gut und ihr seht auch hier, sind ein paar online. Okay, aber wir fangen jetzt an. Ohoho, ich bin gespannt, ob es auch so funktioniert, wie ich das will. Komm schon, bitte. Ja! Top. Ah, fuck. Mit. Ja gut, dann spielen wir Katarina mit Mitte. Ist immer eine Lösung. Mitte mit Katarina meine ich. Gut, dann bin ich halt first. So, fertig. Ja, war halt doch nichts. Sagen wir Katarina, wie immer. Wir kennen es ja. So, und heute probiere ich jetzt auch mal, ob ich das mit der Aufnahme noch hinkriege, denn die letzten paar Male hat ja alles rumgespackt und was weiß ich was. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So, da bin ich wieder, gab mal wieder einen kleinen Cut. Ich hatte versehentlich das falsche Mikrofon, ich war ein bisschen dumm, ja, wir kennen es ja. Aber ja, auf jeden Fall sieht es im Moment so aus, dass ich Mitte bin. Eigentlich wollte ich Top, da war aber jemand anders vor mir. Und ja. Probieren wir es jetzt einfach mal aus. AD Carry, wir haben nur einen AD. Hä? LOL? Wir haben nur einen AD Carry, wir haben keinen Supporter. Jo, krass. Jo, probieren wir es einfach mal aus, vielleicht funktioniert's ja. Katarina ist zwar wieder Noob-Champ, aber wir sehen uns dann gleich in-game. Ja Leute, da bin ich jetzt wieder, endlich hat's funktioniert. Und ja, ich habe jetzt auch endlich einen Fehler gefunden. Ups, sorry. Na gut, da ist da einfach mal das Bild kurz weg. Aber hier ist es wieder. Perfekt. So, ich habe jetzt endlich einen Fehler gefunden. Das heißt, in den nächsten Folgen wird das Problem nimmer sein. Mein Problem war einfach, League of Legends muss ja als Admin starten und Open Broadcaster versteht es halt nicht ganz. Und deswegen muss ich Open Broadcaster auch noch auf Admin. Open Broadcaster muss ich auf jeden Fall auch auf Admin-Basis öffnen. Und jetzt funktioniert es auf jeden Fall wieder richtig. Das heißt, ihr habt jetzt links und rechts keine schwarzen Ränder mehr, wie bei Fraps. Also, wie bei letzter Folge. Da hat es ja mit Fraps aufgenommen. Aber ja, jetzt warten wir einfach nur noch auf unseren... Ah, nice, wir haben Kindred. Boah, das ist richtig cool. Kindred im Team zu haben, ist echt mega nice. Oh ja, komm. Okay, ich packe aber noch einen kurzen Cut hin. Wir sehen uns gleich in-game. So, da sind wir in-game, dann kaufen wir uns Schuhe, dann 1, 2, 3, 4 Heiltränke und noch unseren normalen Abwehrtotem und dann gehen wir ab in die Mitte. So, und das Schild ist jetzt weg, perfekt. So, mal schauen, wie das Game so wird, was das eigentlich heimwacht. Ah ja, am Anfang hat man da immer ein kleines bisschen mehr Speed. Oh, komm. Das Game muss jetzt echt besser werden, aber... Ich habe mir echt noch überlegt, Teemo Mitte zu gehen. Aber irgendwie wäre mir das dann doch ein bisschen zu riskant gewesen. Ja, ich komme auch noch. Hab mir gerade noch überlegt, ob ich da auch noch helfen soll, aber ja, komm. Kurz hingehen kann ich auf jeden Fall. Lol. Jo, was ist denn mit dem? Wie geil ist das? Nasus tanzt einfach richtig fresh. Jo. Hä, wieso können die alle tanzen? Ich habe keinen Plan, wie ich tanzen kann. Vor allem meine Macht von allein gar nichts. Naja, egal. So. Wie lang noch? 1:30, 31, 32, das heißt, ja, genau, die kommen. Auf geht's, auf geht's. Ich will zocken. Das heißt, wenn die Vasallen ungefähr in der Höhe von unserem Tower sind, dann ist das Vieh hier da und dann helfe ich da mal kurz. Warum? Weil ich es kann. Und bams, 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 bams.
So, perfekt. Ich hoffe jetzt mal, dass ich dem jetzt keine Erfahrung weggenommen habe. Sieht aber ganz gut aus im Moment. So, hallo. Was geht? Oh, ja. Perfekt. Ausgewichen. Beziehungsweise rechtzeitig weggerannt. Aber Yasuo in der Mitte ist für mich gar nicht gut. Denn gegen den habe ich nicht so gute Chancen. Und ich brauche jetzt mal ein paar Last Hits. Oh, verpiss dich. Bums, bums. Jawohl, zumindest ein paar Last Hits. Bums. Okay, und back. Und drauf. Ah, fuck. Last Hit verpasst. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt muss ich mich echt konzentrieren gegen Yasuo. Denn ich glaube, Katarina ist gegen den nicht ganz so gut. Oh. Ja, okay. Perfekt. Und schon rennt er weg. So typisch. Ja, nice, wir haben First Blood. Nice. Okay, unsere Teammitglieder scheinen echt ganz gut zu sein. Ich habe jetzt zwar nicht geguckt, wie es bei denen genau aussieht, aber First Blood ist schon ganz gut. Ja, shit. Vergiss es, das wird nix. Ah, fuck. Das wäre so ein geiler Last Hit gewesen. So, alles klar mit dir? Yasuo. So, meine Kuh wieder skillen. Wie immer. Ist eigentlich echt immer das gleiche, ihr kennt's ja. Und wieder kein Last Hit. Mann, 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 Mann. Das war auch wieder knapp. So. Okay. Ich glaube, der will mich irgendwie mal kurz abfangen oder sowas. Bam. Wieso hat der immer ein Schutzschild? Ist irgendwie Standard von Yasuo. Also Yasuo-Spieler können mir das gerne mal erklären. Ah, fuck. Aber wir können den doch ganz gut eigentlich kriegen. Bums. Ja, das ist gar nicht Yasuo. Bin ich dumm? Oder? Hä? Bin ich jetzt ganz blöd? Ja doch, das ist... Hä? Hat den anderen... Nee. Ah, fick dich doch. Bums. So, und gut ist. So, hier ein bisschen noch kassieren. Denn wie immer holen wir uns dann Ludens Echo. Hm. Musst du mich jetzt unterbrechen? Ja, so, danke. So, Farm geholt. So, jetzt nochmal Ludens Echo. Da versuche ich jetzt erstmal das 1250er-Item zu holen. Ich weiß so richtig gut, mit Items kenne ich mich noch nicht aus. Aber ja gut, was will man machen? Muss ich auch noch irgendwann lernen. Welche Items, welchen Namen haben und was die bedeuten und so weiter. Gerade wenn man dann irgendwann mal Ranked zockt. Aber das sind ja immerhin noch 25 Level. Von daher machen wir da keinen großen Gedanken. Und jetzt lassen mich mal kurz zurückfallen. Minions, bleib back, back, back. Das wäre auch mal ein richtig geiles Feature, wenn die Minions irgendwie zurückbleiben könnte. Aber das wäre auch zu OP. Ich meine, ganz ehrlich. Bums. Nee. Tja, mal wieder vorbei. Komm schon, ich will jetzt erste Kill. Okay, nee, ich glaube, das wird nichts. Please, Lucian. Was? Ja gut, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt mal so, als würde ich backgehen.
Dabei gehe ich jetzt einfach nur in Jungle. Vielleicht kapiert er, was ich vorhab, vielleicht aber auch nicht. So. Und dann knall ich nämlich meine Ulti raus und dann dürfte ich es eigentlich locker packen. Er wardet auf jeden Fall nicht. Der muss gerade noch ein kleines Stück weiter vorpushen. Komm. Ein kleines Stück. Es ist nicht weit. Jetzt. Komm. Wo ist der zum Fick? Da. Ich habe ihn doch gesehen. Da, ja, nee. Okay. Schade. Also habe ich mein Farm für umsonst verschenkt. Toll. Ich merke mir das. Nee. Also, das sehe ich gar nicht ein. So, ich knall mal das wieder raus. Leute, bekommt gar keinen Schaden. Der hat halt echt irgendwie als Fähigkeit ein Schutzschild oder sowas. Für mich ist halt schon scheiße. Okay, ich gebe back. Jetzt hole mir auf jeden Fall das erste Item von Ludens Echo. Und dann kann ich den eigentlich schon ziemlich wegknallen. Muss ich nur gucken, dass der mich nicht gleich sieht. Wenn der sieht, dass ich backgehe, dann kann er natürlich vorpushen. Lol, unser Tower hat mehr Damage als James seine. Ja gut, wenn ich mich jetzt aber beeil, dann passt die ganze Sache. Ich komme mit der nächsten Wave, das ist perfekt. Aber der hat jetzt echt in der Zeit, so wie der down war, sein ganzes Leben regeneriert. Also das ist krass. So. Nunu will auf jeden Fall ganken, glaube ich. Oder auch nicht. Ja, gut, verpisst er sich halt wieder auch gut. Dann ist es halt so. Es juckt ihn einfach nicht. Bums. Okay, last it, perfekt. Und der macht jetzt wieder seinen Sturm. Oder was auch immer. Egal, ich hab jetzt einfach das gemacht. Habe ich den jetzt getroffen oder nicht? Jawohl. Bam. Aber wir schenken uns echt rein gar nichts. Tja, damit hast du nicht gerechnet. Wow, warte mal. Oh, der hat Ultraschaden kassiert. Ah, fuck, jetzt hat er mich auch erwischt. Mann, 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 Mann. Na, ah, fuck. Okay. Und drauf. Bams. Ah, fuck it. Der hat immer so ein komisches Schild. Das regt echt auf. Bams. Ja, jetzt hast du kein Schild, ne? Mann, ey. Warum stirbt bei uns immer jemand? Ulti! Ah, ficken! Der hat so ein komisches Schild irgendwie. Egal. So. Wenn ich den jetzt noch ein, zweimal mit meiner Q ganz gut treffe, dann kriege ich den auf jeden Fall beim nächsten Angriff raus. Also nicht raus, sondern tot. Ihr wisst, was ich meine. So, meine Q ist auf jeden Fall voll. Ah, Mann. Okay, okay, okay. Ja, Nunu. Was sollte es? Ja.
Oh fuck. Oh nee. Ist dein Ernst? Nee, nu, nee. Da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Da war jetzt kein Stück meine Schu. Ja, na klar. Ey, das glaube ich jetzt nicht. Wäre der einfach mal früher zum Turm gekommen, dann hätten wir Yasuo so richtig gut weggefickt. Aber stattdessen. Nee. Ja, immerhin. Mann, ey. Super. Naja, toll. Der hat schon 2 Kills vorher gemacht. Geil. Nee, auf den verlassen wir jetzt echt nicht mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh Mann. Ich kann nicht. Okay. Last Hit auf jeden Fall. Vergiss es. Ah shit, der hat mich echt nicht getroffen. Ich bleib auf meiner Lehnung. Nee. Für Ganks stehe ich jetzt nicht mehr offen. Nach so einer Aktion. So. Der und sein scheiß verdammtes Schild. Eigentlich sollte ich auch mal probieren, auf Abklingzeitverringerung zu bauen. Aber da war ich bisher noch nicht auf der Idee. So, alles klar mit dir. Der und sein verficktes Schild. Mann. So. Okay, go. Nice. Drake ist halt die ganze Zeit auf mich gegangen, macht ja aber nichts. Und was ist da los? Ja komm, das packen die. Ja, guck, sag ich doch. Also, und ja, so wird er jetzt auch irgendwo gegangen sein. Ja, ne, da ist er. Okay. Aber wir haben jetzt immerhin Drake. Das ist schon mal ganz gut. So, oh, sie kommen. Ulti. For real. Nice. Und vorpushen. Oh, wer ist denn da? Kindred. Hallo. Oh. Fuck it. Lel. Lel. Oh mein Gott. Das war jetzt echt scheiße von mir. Da bin ich nicht schnell genug weggerannt. So, hallo. Ich brauche jetzt dringend mal Ludens Echo. Wie wär's? Perfekt, danke. Denn sobald man das hat, ihr habt ja schon in den letzten Videos gesehen, ja, da rasiert man einfach. Jetzt am Anfang war es zwar ein bisschen unglücklich. Aber gut, darf der auch mal ein bisschen farmen. Unser Kindred. Da habe ich mir auch mal überlegt, ob ich mit dem mal ein bisschen zocken sollte. Aber der ist halt schon ein ziemlich schwerer Champ.
Ah, das ist Nunu, okay. Und ab zum Tower. Scheiß auf Yasuo. Nee. Geh zurück. Ulti! Bam! Ulti ist Ulti. Ultimativ. Wow, wir machen aber schon ordentlich Schaden. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Nee. Ab zum Tower. Den müssen wir bekommen. Komm, komm, komm. Bam. Nice. Dann gehe ich mal kurz zu Top. Ne. Geh hier rum. Alles klar bei euch? Sieht so aus. LOL! Oh shit. Ja, egal. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall Schuhe. Rüstung oder Fähigkeitsstärke? Fähigkeitsstärke, komm. Ist egal. Master Yi habe ich auf jeden Fall schon ordentlich Schaden gemacht. Und von daher bin ich schon zuversichtlich, dass mit meiner Taktik jetzt klappt. Der Turm hat auch ordentlich Schaden. LOL, bei meinem Mid-Tower ist noch gar nichts passiert. Das heißt, wir brauchen jetzt noch den Tower und dann können wir alle Lanes durchpushen. LOL, wir sind aber erst bei 20 Minuten. Dafür sind wir aber schon ziemlich weit, meiner Meinung nach. Master Yi ist auf jeden Fall voll mit Life. Scheiße. Okay, der hat sein Camp bekommen. Ich habe mich entschieden. Da ist er. Okay. Ich glaube, da will jemand Drake machen. Okay, ich gehe unten rum. Bam! Ah! Oh shit, oh shit! Kann ich den machen? Ich hab gleich auf jeden Fall wieder Ulti. Ich nehme mal zwei Healpots. Denn wenn jetzt Yasuo gleich hier um die Ecke kommt. Okay. Ja, wobei, ich könnte ihn auch so ganz geil schnetzeln. Kommt hier noch jemand? Oder was? Fuck! Fuck! Kleines Bild zu spät. Oh nee, bitte ne, jeder nur Master Yi nicht. Fuck it. Komm, der kriegt ihn auch nicht. Ja, geht zum Schauer, perfekt. Egal. Sieht auf jeden Fall immer noch ganz okay aus. Könnte besser laufen, aber passt. Oh Mann. Komm schon, Garen. Bitte hol ihn dir.
Nun, nur. Wie heißt der? Ich habe gerade einen Namen vergessen. Lol, bin ich dumm. Ach, hier ist mein Team. Fell. Nunu, genau. Ich vergesse einfach meinen Namen. Läuft. Und ich komme wieder. Ach so, wie ist KD? Ja, 1er KD. Läuft. Besser als irgendwie, wenn ich jemanden feeden würde. Ja, wobei, ich habe wieder meine Ulti, das heißt, wir können da drauf gehen. Wenn man jetzt schnell einen Tower zerstört. Jawohl. Schade. Ulti. Lol. Jo, warum nicht? Okay, komm. Ab auf den Tower. Nice. Die haben aufgegeben. Ja, okay. War trotzdem ein ziemlich geiles Game. Jo. Das heißt, meine KD habe ich auch mal noch schön gepusht. Im nächsten Spiel hoffe ich dann einfach mal. Ah, Sekunde, ich bin Stufe 6. Oh, wie nice. Ja, nächstes Game hoffe ich auf jeden Fall, dass ich mit Timo da ein bisschen was reißen kann. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge ohne so viel Cuts. Und ansonsten haut rein. Ciao.